Heute mache ich ein türkisches Eierfrühstück. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mache ich ein türkisches Eierfrühstück. Und zwar ist das Joghurt mit pochierten Eiern, einer Nussbutter und Dill. Und es ist so köstlich, das ist überhaupt nichts Klassisches oder kein klassisches deutsches oder österreichisches Frühstück. Aber probiert das unbedingt aus, es ist so köstlich. Und alles, was ich dafür brauche, habe ich hier schon vor mir stehen. Einmal habe ich hier einen Joghurt, ich habe hier ein griechisches Joghurt. Ihr könnt aber genauso gut auch von einem türkischen Laden ein türkisches Joghurt nehmen natürlich. Aber das ist voll fett. Dann brauche ich dafür Knoblauch und ein bisschen Dill und Salz. Dann brauche ich Eier. Das hier sind frische Bio-Eier und normalerweise habe ich meine Eier nie im Kühlschrank. Aber für pochierte Eier ist das, habe ich rausgefunden, sehr wichtig, dass die Eier kalt sind. Also stelle ich sie immer in den Kühlschrank. Fürs Backen ist es einfach besser, Eier auf Raumtemperatur zu haben. Aber eben wie gesagt, für Pochieren ist es immer besser, wenn die Eier schön kühl sind. Dann habe ich hier natürlich Butter. Da machen wir nachher eine Nussbutter, das heißt einfach nur sie schön braun machen mit Chiliflocken. Und dann habe ich noch Oliven, das ist aber total optional. Und hier noch ein gutes Brot, ein Sauerteigbrot. Das ist immer köstlich dazu. Und dann brauche ich noch eine Zitrone. Ich würde sagen, ich fange jetzt direkt mal an. Also zuallererst mache ich das Joghurt. Da kommt Knoblauch rein und das reibe ich mit so einem Microplane rein, weil das dann so richtig schön fein wird. Also das wird dann wie so eine Paste und das finde ich extrem gut oder viel besser, als wenn man das presst durch eine Presse, weil dann hat man immer so ein paar kleine Stücke drinnen. Aber es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht habt. Knoblauch ist drinnen, jetzt kommt ein bisschen Salz rein. Und dann nehme ich mir hier ein bisschen was von dem Dill und hacke den noch mal grob mit einem Messer. Und dann kommt das auch da rein. Und dann verrühre ich das nur einfach alles und lasse es auf der Seite stehen. Ich finde es immer besser, wenn dieses Joghurt nicht eiskalt ist, sondern so ein bisschen Raumtemperatur hat. Das kann jetzt hier schön warm werden. Und in der Zwischenzeit mache ich jetzt mal die Butter. Und zwar gehen wir zum Herd. Und da gebe ich ein Stück Butter in die Pfanne und die Pfanne ist auf mittlerer Hitze. Also ja, nicht zu heiß machen. Ihr braucht ein bisschen Geduld, aber sonst verbrennt die Butter sofort. Und ich will, dass das Eiweiß von der Butter schön braun wird. Und dann bekommt man so eine schön nussige Note, deswegen heißt es auch Nussbutter. Und da lasse ich das jetzt einfach schön schmelzen. Schaut mal, wenn das jetzt so ausschaut, ist die perfekt. Und was ich jetzt dazu gebe, sind die Chiliflocken. Und dann schäumt das so schön auf. Und jetzt gebe ich die Pfanne von der Hitze runter und rühre das noch einmal gut durch. Und dann ist die Nussbutter fertig. Das lasse ich jetzt mal hier ein bisschen abkühlen. Und jetzt geht es ans Pochieren. Ich habe jetzt hier schon einen Topf mit Wasser aufgestellt und das Wasser darf aber nicht kochen, sondern nur sieden. Also das heißt, es sollten keine Blubberchen hochkommen, sondern es muss einfach nur warm sein, heiß sein, gerade vorm Kochen. Und jetzt gehe ich mal wieder hier zurück, weil jetzt bereite ich die Eier vor. Und da gibt es einen Trick. Also erstens, wie gesagt, sind die Eier kalt. Sie kommen aus dem Kühlschrank. Und dann nehme ich mir hier ein Sieb. Am besten ist, wenn ihr ein Teesieb habt, weil das dann noch mal feiner ist. Ich habe ein Sieb und eine kleine Schüssel. Und da schlage ich jetzt das Ei oben drüber auf, vorsichtig. Und dann schaut mal, tropft hier eine Flüssigkeit runter. Das vom Eiweiß, was nicht so fest ist. Und das wäre dann auch das, was im Wasser dann so Fäden zieht. Und das will ich nicht. Dann nehme ich das Ei ganz vorsichtig, gebe es in eine andere Schüssel. So, jetzt habe ich das Ei hier in dieser Schüssel. Und jetzt gebe ich noch einen Spritzer Zitronensaft dazu, damit das Eiweiß so richtig zusammenzieht. Viele geben Essig ins Wasser, aber das habe ich nicht so gerne. Und deswegen mache ich das so
Und jetzt kommt es auch direkt schon in das siedend heiße Wasser. Und jetzt lasse ich das pochierte Ei schön pochieren. Und in der Zwischenzeit bereite ich jetzt mal den Teller vor. Also das heißt, ich nehme jetzt hier eine Schüssel. Da kommt jetzt das Joghurt rein. Ich gebe so 3 Esslöffel dazu. So, jetzt holen wir uns die 2 Eier. Und da hole ich die jetzt vorsichtig raus. Schau, dass ich das Wasser noch abtropfen lasse. Und dann kommen die da oben drauf. So, als nächstes kommt jetzt die Butter. Und die gebe ich ein bisschen übers Ei und auch auf die Seite, weil die schmeckt richtig gut und gibt dem Ganzen nochmal so einen richtig guten Geschmack. Und dann ganz wichtig, Meersalz über die Eier. Jedes Mal, wenn ihr Eier serviert, immer auf das Eigelb oder auf die Eier nochmal extra Salz draufgeben. Und dann habe ich hier eben noch ein paar Oliven, die verteile ich da noch ein bisschen. Und ein bisschen Dill. Und dann war es das auch schon. So, und jetzt kommt das Beste von dem ganzen Gericht. Ich nehme jetzt hier dieses schön getoastete Brot und steche in das Eigelb und oh, schaut mal, wie schön es da rauskommt. So, ich probiere das jetzt. Es ist wirklich so gut. Wir werden das jetzt so als Brunch-Lunch essen, was auch perfekt ist. Und es ist wirklich so voller Geschmack. Man hat so eine Schärfe von der Butter. Das Joghurt mit dem Knoblauch balanciert das wieder aus. Und dann natürlich die pochierten Eier obendrauf. Schmeckt wirklich, wirklich, wirklich richtig gut. Mit einem schön getoasteten Brot. Es kann nicht besser gehen. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt schnell Schluss, damit wir zwei das jetzt essen können. Oder, Peter? Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ansonsten folgt meinem Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also abonnieren und liked das Video, wenn euch das gefallen hat. Ansonsten könnt ihr mir auch noch auf Instagram folgen. Da poste ich auch täglich Inspirationen rund ums Essen und teaser auch die Videos an, damit ihr keine mehr verpasst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ciao!